Hallo ihr Lieben, es ist Vorweihnachtszeit. Wir kaufen ein, wir gehen shoppen, wir bestellen online. Also auch ich komme nicht umhin, einiges online zu bestellen. Und ich habe mich auf der Seite, also Online-Shop Victoria's Secret, etwas umgeschaut und habe ein paar schöne Sachen für mich gefunden. Schlafsachen. Und die möchte ich euch vorstellen. Also keine sexy Negligés, sondern bequeme Sachen fürs Bett zum Schlafen. Oder auch so Homeware, also um zu Hause so ein bisschen, ne, auf dem Sofa rumzuliegen. Also so Wohlfühlklamotten, aber man kann auch durchaus damit auf die Straße gehen. Und diese Sachen werde ich jetzt euch vorführen vor der Kamera. Ich werde auch ein paar Fotos einblenden. Das Teil hier zum Beispiel, was ich anhabe, das ist so ein rotes Shirt mit langen Armen. Und da drauf steht Love. Weihnachten, Liebe, ne? Überall ist Liebe angesagt. Beginne ich mit einer Schlafanzugshose, schwarz, mit dem VS-Logo. Bündchen, Satin-Schleife, weit unten und nochmal versehen mit so einem Satinband. Ich habe mir die Sachen alle in M bestellt. Ich trage zwar S, aber ich möchte es zu Hause gerne gemütlich haben. Oder auch im Bett, ne? Also nicht, dass alles irgendwie so eng ist. Ist ein bisschen weit, aber dadurch, dass hier ein Gummizug dran ist, kann man sich das auch ein bisschen enger ziehen. Ich kann die Preise euch nicht sagen, weil ich hatte sie bestellt. Da gab es Angebote, Special-Angebote, Prozente und Gutscheincodes. Und schaut einfach mal auf diesem Online-Shop Victoria's Secret und also es ist irgendwie, ich sag aber gleich, es ist Suchtgefahr. Es ist wirklich schlimm. Es gibt da so schöne Sachen. Ein Top, ein rotes Top mit dem goldenen Schriftzug Victoria's Secret. Ist alles sehr weihnachtlich. Hinten so. Kann man jetzt auch über ein anderes T-Shirt drüber ziehen. Also über so ein Longsleeve. Ich glaube, es sind alles nur rot-schwarze Sachen, die ich gekauft habe und ein bisschen grau. Und das kommt natürlich sehr schön verpackt. Also ich habe jetzt mal eins zugelassen, alles mit so passend. Zu den Klamotten sind dann so hübsche Schleifen drum. Das ist auch ein Schlafshirt in schwarz. Kann man aber auch durchaus auf der Straße anziehen. Ein ganz flauschiger, weicher, toller Baumwollstoff. Und da ist so ein Geweih drauf. So ein Elchgeweih. Ich hoffe, man sieht man das. Ja, man sieht es. Mit so lauter silbernen kleinen Pünktchen. Wahnsinnig bequem. Dann habe ich noch ein graues, so ein Longsleeve. Völlig unspektakulär, aber auch ganz süß. Hellgrau. Und da haben wir, was haben wir denn da? Draufstehen. Nee, da steht nichts drauf. Ich habe mehrere Sachen. Am Ärmel, hier am Ärmel ist das Victoria's Secret Logo. Hat einen schönen, so ein U-Boot-Ausschnitt. Kann man auch so ein bisschen über die Schulter machen. Und jetzt, haha, eine Samthose. Das ist eine Samtleggings. Ich halte sie mal in die Kamera mit kleinen Sternchen, silbernen Sternchen. Leggings ist klar, unten eng. Und ein silberschwarzer, ja, so ein Bündchen ist das, ja. Auch super bequem. Das Teil würde ich jetzt nicht ins Bett anziehen, weil das so ein bisschen glitzert, so ein bisschen Glitzer abwirft. Aber das kann man durchaus auf der Straße anziehen. Ne? Mit schönen Boots und einem langen, schwarzen, dicken Pullover. Und dann habe ich mir noch einen Weihnachtsslip gekauft. Kein Tanga. So, den fand ich auch ganz hübsch. Der hat hier am Beinausschnitt Spitze. Hier vorne, ach, ist das goldig. Ein kleines Schleifchen mit so einem Weihnachtsbommelchen. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Ein Weihnachtsbaum, kann man das sehen? Also alles in Medium.
So. Es geht jetzt weiter mit T-Shirt-BHs. Die habe ich allerdings jetzt nicht angezogen. Zeige ich euch nur so. Muss mal rascheln hier. Natürlich weihnachtlich. Und hat einen breiten Träger, kann man verstellen. Ist hier unten schon so ein Bügel drin, aber es ist ganz weicher Stoff. Lässt sich, also passt sich wunderbar an, den Busen. Und dass man, also unter dem T-Shirt, also sie nennen sich speziell T-Shirt-BHs. Weil unter dem T-Shirt möchte man vielleicht nicht so die Spitze durchsehen. Whatever, also sie heißen T-Shirt-BHs. Das gleiche Modell gibt es nochmal in Schwarz. Ja. Mit einem silberschwarzen breiten, so ein Stretch-Träger. Ein Longsleeve Queen, hellgrau. Was ich hier sehr hübsch fand, sind diese Ärmelchen. Das ist so leicht, so gewellt. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Sowohl hier unten, also wohl unten. Es ist jetzt nicht gar so lang, ist aber auch schön, also als Schlafshirt. Das läuft alles unter der Rubrik Schlafen, Nachtwäsche. Und nun habe ich noch zwei Schlafanzüge bestellt. Die kommen, das ist so Thermo, das ist keine Thermowäsche, wie wir das kennen. Einmal in grün, es kommt so verpackt daher, mit einem langen Bein. Und das gleiche Modell habe ich nochmal in kurz mit einer kurzen Shorts bestellt. Da sieht man allerdings nicht so schön den Ausschnitt, deswegen zeige ich, auf dem Foto sieht man nicht den Ausschnitt so. Das ist in M, es fällt ziemlich groß aus. Das hätte ich auch durchaus in S nehmen können. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich das zurückschicke und mir vielleicht in S bestelle, weil die fallen wirklich ziemlich groß aus. So, das ist jetzt so ein kleiner, Victoria's Secret Nachtwäsche-Haul gewesen. Ich überlege, was ich davon selber behalte oder verschenken werde. Ich hatte Lust darauf, weil komischerweise, es ist ja kälter draußen und man hat ja Schlafanzüge, aber irgendwie nicht so schöne. Und es gibt auch nicht so schöne Schlafhosen zu kaufen, finde ich. Also vielleicht gibt es die, aber ich finde sie da einfach schöner. Und da kann man so wahnsinnig toll kombinieren. Und auch diese Ideen, also dieses karierte hier, rot-schwarz oder grün-schwarz, auch diese tollen T-Shirt-BHs. Es liegt alles im Rahmen. Es ist nicht irrsinnig teuer. Man denkt immer, mein Gott, Victoria's Secret. Also ehrlich gesagt, Palmas ist teurer oder Mary Jo oder was wir alles für tolle Marken haben. Das ist durchaus teurer. Und die Qualität von Victoria's Secret, ich kriege kein Geld dafür. Ich werbe jetzt mal aus freien Stücken, weil ich es einfach so toll finde. Mega toll. Ich ziehe das Zeug an seit, wann habe ich Victoria's Secret kennengelernt? Ich glaube 2002 oder 2003. Und da konnte man das noch nicht online bestellen. Da musste man immer in die Staaten fliegen und sich das Zeug kaufen. Nun denn, also das waren mal so ein paar Ideen für die Nacht. Wir können ja im Bett auch schön aussehen und uns wohlfühlen. Wir müssen nicht immer irgendwelche ollen Schlabbershirts anziehen. Ich erwische mich auch dabei, ne, dass man denkt, ach naja, das schmeiße ich jetzt nicht weg. Das kann man ja noch im Bett anziehen. Aber eigentlich sollte man das nicht tun. Und die haben, wie gesagt, auch sehr schöne, sexy Unterwäsche und sexy Negligés. Und also wirklich toll. Nun denn, das war jetzt alles ein bisschen so sportlich, ein bisschen ganz bodenständige Nachtwäsche für Kirsti. Ich wünsche euch wie immer das Beste. Seid besonders gut zu euch und bis bald. Ciao.